In den nächsten Minuten möchte ich die Frage beantworten, was in Tateien, DFN, DEL oder INS steckt, und du kannst die Frage beantworten, ob du diese HTML-Attribute kennst oder noch nie davon gehört hast. Also los geht's, viel Spaß! So, die erste Funktion, die wir uns angucken wollen, beschäftigt sich mit Sprache und Übersetzung. Wir haben hier zwei Paragraphen. Beide haben als Text Hello. Wie ihr seht, werden diese auch korrekt angezeigt. Wir können jetzt die Standardfunktionalität unseres Browsers benutzen, um die Texte zu übersetzen. Zum Beispiel kann ich sagen, dass diese Texte jetzt auf Deutsch übersetzt werden sollen, und wir sehen, diese Texte wurden wunderbar übersetzt. Das Schöne ist aber, HTML bietet uns ein Attribut, das bestimmt zu erledigen, also Sachen auszuschließen oder einzuschließen. Und das machen wir, indem wir unsere Texte ersetzen durch zum Beispiel Translate Yes und Translate No. Wenn ich das jetzt abspeichere, dann sehen wir, dass unsere Texte jetzt beide Englisch sind, und wenn ich diese übersetzen möchte, wird nur einer der beiden Texte, nämlich der erste Paragraph, übersetzt, der zweite bleibt unverändert. Dieses Feature ist extrem praktisch, wenn ihr Texte oder Slogans nicht übersetzen wollt, in keiner Weise, und der Browser das auch nicht machen soll, weil es sonst zu Falschinformationen führt und, wie ihr seht, nicht wirklich schwer einzubauen. Das nächste Feature, was wir uns angucken, ist auch einfach nur ein HTML-Attribut. Wir haben hier eine Text-Area, was diese Box hier an der Seite erzeugt. Wenn ich jetzt hier ein neues Attribut draufschmeiße, und zwar Spellcheck True, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel Hello eintippen, allerdings mit einem Rechtschreibfehler. Und wie ihr seht, wurde es direkt gehighlightet vom Browser. Und wenn ich jetzt die Maus betätige, sehe ich hier einen Vorschlag, wie es richtig geschrieben wird. Damit habe ich Spellcheck für meine Text-Area aktiviert. Und natürlich könnt ihr das auch deaktivieren. Wir können hier auch False reinschreiben. Und in dem Moment, wenn ich jetzt einen Rechtschreibfehler produziere, bekomme ich keinen Fehler angezeigt. Also der Browser beginnt nicht mehr, das zu korrigieren. Je nachdem, was euer Use Case ist, ist das ein ziemlich nettes HTML-Attribut, was jeder kennen sollte. Das nächste, was wir uns ansehen wollen, ist das Konzept der sogenannten Structured Data. Hier haben wir eine Divbox mit drei Paragraphen. Diese drei Paragraphen umfassen die E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum und den Vor- und Nachnamen eines Nutzers. Und hier kommt das Konzept von Schema.org ins Spiel und dem Ganzkonzept der Structured Data. Diese Seite ist unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinkt, aber in unserem Fall möchte ich jetzt hier ein Schema aussuchen, weil für ziemlich alles hat Schema.org vordefinierte Datenkonzepte. Über dem Menüpunkt Schemas findet ihr hier eine ganze Reihe von Objekten, und in meinem Fall möchte ich gerne das Schema der Person einmal genauer betrachten, weil für unseren Use Case sehen wir haben hier das Birthdate, wir haben die E-Mail-Adresse, den Family Name und den Given Name, also alle Informationen, die wir darstellen wollen. Ihr seht aber, wir haben hier eine ganze Reihe von wichtigen Informationen, und wenn ihr wirklich hier euch mit beschäftigt, scrollt mal durch diese ganzen Listen durch, es ist sehr spannend. Aber wie bauen wir das Ganze jetzt auf unserer Seite ein? Als erstes sagen wir, dass unsere Box, unser Parent, ein sogenannter Item Scope ist. Als nächstes definieren wir den Item Type und verweisen hierbei einfach auf das Schema-Objekt, was wir darstellen wollen, in unserem Fall eine Person. Im Anschluss müssen wir nur noch dafür sorgen, dass wir unsere einzelnen Datenobjekte bzw. unsere Strings mit den korrekten Item Properties belegen, also Given Name, Family Name, Birthdate und E-Mail-Adresse. Jetzt ist euer Text, hat sich nicht wirklich verändert, und deswegen sollte jedes Projekt, was in irgendeiner Weise Datenschemas darstellt, auch Schema.org berücksichtigen und es so einbauen, natürlich auf eure Datenschemas berücksichtigt. So, und los geht's mit dem nächsten HTML-Feature. Und zwar sehen wir hier eine Progress-Bar. Die besteht aus zwei Divboxen mit der Klasse Progress und der Klasse Bar und erzeugt diese schöne Divbox, sofern man mit ein bisschen CSS noch nachhilft. Das Ganze funktioniert, wie ihr seht, wunderbar. Allerdings, was ist, wenn ich euch sage, dass das komplett unnütz ist? Und zwar können wir mit dem HTML-Element Progress einfach eine Progress-Bar erzeugen, wie ihr seht. Und ich habe in meinem Fall den Wert 32%, maximal 100 bzw. halt den Abstand, den wir haben möchten, angezeigt. Sofern ich das Ganze farblich verändern möchte, stehen mir in CSS auch diverse Möglichkeiten, wie zum Beispiel Access Color, zur Verfügung, und damit kann ich die so anpassen, wie ich möchte, ohne dass ich ein eigenes Element in irgendeiner Weise erschaffen oder verändern muss. Wenn man davon ausgeht, dass man natürlich seine Progress Bar auch verändern möchte, bietet uns JavaScript damit auch ziemlich einfache Möglichkeiten. Zum Beispiel suchen wir uns jetzt unsere Progress Bar in unserem Document, fügen uns einen Click-Event-Listener hinzu und erstellen uns einen Progress.Value auf 80, sodass in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und auf unsere Progress Bar klicke, unser Wert verändert wird und jetzt unser Progress Bar auf eine neue Stufe springt. Damit könnt ihr sehr einfach richtig coole Progress Bars umsetzen. Hinterlasst doch mal einen Kommentar im Video, ob ihr das Element schon kanntet oder nicht. Als regelmäßiger Zuschauer meiner Videos seid ihr vermutlich auch auf der Suche, eure Website-Projekte einfach und kostengünstig zu hosten. Hierfür bietet der Sponsor des heutigen Videos Abhilfe. Mit ihrem Dienst DeployNow bietet IONOS die Möglichkeit, mit 3 Steps euer Website-Projekt zu hosten. Das einzige, was ihr dafür machen müsst, ist ein Git-Push zu erstellen auf euer GitHub-Repository. Danach wird mit Hilfe von GitHub Actions euer Bild getriggert und die Webseite gehostet. Das Ganze geht in wenigen Minuten, und das zeige ich euch an einem kleinen Beispiel. Wir hosten nämlich jetzt dieses Portfolio mit Nuxt.js, und los geht's. Eingeloggt müsst ihr hier nur noch auf die
Deploy Now klicken. Anschließend selektiert ihr das Repository sowie den Branch, den ihr deployen möchtet. Kontrolliert einmal, dass das Projektpackage korrekt ist, in meinem Fall stimmt das alles so. Anschließend wird der Build Step definiert. Ionos bietet euch hier automatisch die Möglichkeit, die korrekten Steps zu interpretieren, in meinem Fall stimmt das daher so. Als Abschluss seht ihr hier noch einmal eine Zusammenfassung und wir starten das Projekt. So wie wir sehen, wurde unsere Deploy Now Instanz nun hochgefahren und das Deployment über GitHub Actions läuft. Das seht ihr auch noch einmal hier unten, Production Deployment, wo wir gerade sehen, dass seit 29 Sekunden unser Build Step läuft. Wenn alles geklappt hat, seht ihr hier die Webseite und den Link, unter der ihr diese Webseite erreichen könnt. In meinem Fall sehen wir hier unser wunderbares Portfolio. Das funktioniert natürlich nicht nur für Nuxt.js, sondern auch für alle möglichen JavaScript und Node.js Frameworks, wie aber auch für PHP und andere Dienste. Schaut euch einfach mal unten in der Videobeschreibung den Link an, dort seht ihr eine vollständige Zusammenfassung aller unterstützten Technologien. Und jetzt geht es weiter mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! So, das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist eine Funktion bzw. zwei HTML-Attribute, die euch zeigen können, wie und in welcher Form Text verändert wurde. Wir haben hier einen Paragraphen, die Erde ist eine Scheibe. Das ist natürlich falsch und muss korrigiert werden. Das Ganze können wir jetzt besser darstellen, indem wir eine Deletion, also einen Text entfernen, das sagen wir dann mit del Scheibe, und wir sagen, dass wir Text hinzufügen. Das ist ein Insert, annähernde Kugel. In dem Moment wird unser Browser das Ganze auch korrekt darstellen. Wir können das aber sogar noch verbessern. Und zwar können wir in CSS dafür sorgen, dass unsere Deletion eine rote Hintergrund- und Schriftfarbe hält und unser Insert, also unser neuer Text, eine grüne Hintergrundfarbe und grüne Schriftfarbe. Damit ist es dem Nutzer absolut deutlich, was entfernt und hinzugefügt wurde, und wir benutzen die offiziellen HTML-Tags, die dafür auch vorgesehen sind. Beim nächsten Element, was ich euch zeigen möchte, handelt es sich auch um eine Verbesserung der Semantik. Wir haben hier einen Paragraphen, H1 ist ein HTML-Tag, das die Überschrift der ersten Ordnung darstellt. Grundsätzlich ist das korrekt und wir definieren in diesem Paragraphen das Wort H1. Wenn wir jetzt nämlich das DFN-Tag benutzen und unser Element, was wir beschreiben wollen, also definieren wollen, damit wrappen, dann haben wir jetzt semantisch korrekt definiert, dass dieser Paragraph das Wort H1 oder den String H1 wrappt und beschreibt. Das bedeutet, wenn ich das jetzt abspeichere, wird auch unser H1 ein bisschen kursiv dargestellt und wir können das Ganze in CSS sogar noch weiter anpassen. Und zwar handelt es sich bei dem DFN um ein normales HTML-Tag, das bedeutet, wir können normale CSS-Attribute darauf wirken und können jetzt dafür sorgen, dass unser zu definierender Begriff besonders gehighlightet wird. Kanntet ihr das schon oder wie habt ihr solche Definierungen in der Vergangenheit immer beschrieben oder erstellt? Schreibt das doch einfach mal in die Videokommentare. So, das nächste HTML-Tag, was ich euch vorstellen möchte, beschäftigt sich mit Zeit- oder beziehungsweise Datumswerten. Wir haben hier einen Paragraphen, heute ist der 9. Juli 2023. Das ist soweit korrekt und für jeden Mensch ist auch klar verständlich, dass es sich dabei um ein Datum handelt. Wir müssen das Ganze jetzt aber optimieren, dass es auch für Maschinen und andere technische Hilfswerke wirklich korrekt darzustellen und zu verstehen ist. Wir können das Ganze nämlich jetzt so darstellen. Wir haben jetzt immer noch den Text, heute ist der 9. Juli 2023. Allerdings haben wir hier eine wirkliche technische Definierung eines Datumswertes, nämlich 2023-07-09. Damit ist ganz klar, was dieser Datensatz bedeutet und für jeden, auch für Maschinen, ist es damit verständlich und einfach zu verstehen. Wie habt ihr in der Vergangenheit Datumswerte dargestellt? Habt ihr das schon mal gemacht oder macht ihr das einfach nur als Stringwert? Aber naja, jetzt gucken wir uns mal das nächste und letzte HTML-Feature an. So, das letzte HTML-Tag, was ich euch zeigen möchte, hat der ein oder andere wahrscheinlich schon mal benutzt oder benötigt. Wir haben hier einen FAQ-Bereich. Dieser FAQ-Bereich hat eine Frage, ein P-Tag und ein P-Tag-Antwort. Das sieht soweit korrekt aus und man kann das jetzt auch CSS-mäßig natürlich anpassen, dass das auf und zuklappt und so weiter, aber das ist für dieses Video gar nicht so relevant. Ich muss euch nämlich sagen, dass dieser Ansatz hier komplett falsch ist. Wir sollten dafür nämlich diese drei HTML-Tags benutzen. DL, also eine Description List, dann haben wir ein DT, das ist ein Description Title, und ein DD, die Description an sich. Wir haben also jetzt eine semantische FAQ, einen Titel, eine Frage beispielsweise und dann eine Beschreibung, die diese Frage beschreibt oder beantwortet. Und damit solltet ihr FAQs oder allgemeine Definitionen lösen und nicht über Custom-Div-Elemente oder andere HTML-Elemente, die dafür eigentlich nicht gemacht sind. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, dem ein oder anderen haben diese Tags geholfen und ihr kanntet vielleicht den ein oder anderen Tag noch nicht. Schreibt das doch gerne mal in die Videokommentare und hinterlasst einen Daumen hoch, ob ihr schon alle gekannt habt oder auch nicht. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.